Oh, die Minen sind hier alle weg. Und die... Überhaupt der ganze... Hä? Okay. Wo müssen wir... nee, die Minen sind noch da. Minenfeld. Ah, mit dem kann man jetzt das Minenfeld deaktivieren. Kann das sein? Ja, muss nicht sein. Ich kann ja immer Visa... nach Visa schon wieder. Die Dienerin ja einfach durchschicken. Fertig. Überreste. Oh, hallo. Ah, verdammt. Stirb. Ah, da müssen wir gar nicht lang. Da kommen wir wieder zu dem Minenfeld, einfach von der anderen Seite. Nun denn. Oh. Da, 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 da. Wo müssen wir denn lang? Hier vielleicht? Hm. Okay. Ey, so ein Riesenschiff. Oh, wo sind wir? Hier auf der anderen Seite, oder wie? Der kriegt es mit einem Schlag auf hier. Wo wären wir hier? Andockluke. Ah, da ist doch die Ebonhawk. Kann nur mit einer Konsole auf der Brücke geöffnet werden. Okay. Kann nur mit einer Konsole... Aber wir waren doch an der Konsole... Ah, da war ja noch eine... Da war noch eine andere. Ja, sonst kontrolliere ich erstmal... Sonst tue ich erstmal das Schiff plündern hier. Ein bisschen. Gucken, was ich hier so finde. Credits. Der scheint gar nicht aufzugehen. Oder will nicht aufgehen. Nee. Okay, weiter geht's. Immer weiter, 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 weiter. Laufen, laufen, laufen. Wo sind wir hier? Ah, hier waren wir schon. Ah, hier waren wir noch nicht. Oh, hier sind wieder Zellen. Ah, hier haben wir sicher wieder... Wird schon deaktiviert? Ja, easy. Hier ist nichts. Und hier. Erfolg, du hast den Zurücksprogramm. Oh, okay. Sehr schön. Ich würde sagen, machen wir uns mal langsam auf den Weg zur Brücke. Schauen wir mal. Wir müssen die Andockluke irgendwie öffnen. Weißt du noch nicht wie? Oh, was haben wir hier? Vielleicht gibt es hier noch was zu holen. Nee. Hier ist nichts mehr. Gut. Also gehen wir zur Brücke und gucken, dass wir die Andockluke irgendwie deaktivieren können. Oder aktivieren, keine Ahnung. Auf jeden Fall kommen wir nicht rein. Das ist echt ein reines Labyrinth hier. So, hier rum, weil auf der anderen Seite sind ja die Minen. Du, 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 du. Da laufe ich nicht durch. Hier ist nichts mehr. Da rechts auch nicht. Oh, da hinten ist noch was. War ich da schon? Nee. Was haben wir hier? Ah, wieder so einen Zugangscode bekommen. Ach, lass mich doch mal hier rüberlaufen. Also, schauen wir doch mal. Gesperrte Systeme freischalten. Druidenkontrollsystem öffnen. Minenfeldsystem freischalten. Energieverteilung. Ich kann alles ausschalten. Aber die Energieverteilung, die muss ich auch noch irgendwie ausschalten. Das heißt, ich brauche noch so einen blöden Code. Mal gucken, wo wir den herkriegen. Jetzt muss ich wieder zurücklaufen und dann wieder hoch und dann wieder runter. Die Energieverteilung. Vielleicht schaffe ich das sogar noch, bevor die Folge fertig ist. Vielleicht habe ich nur irgendwo vergessen, einen Droiden zu plündern. Hier ist sicher nichts. Vielleicht irgendwo am Anfang. Da. Oh, guck mal, hier Überreste. Nee, das ist nichts. Aber anscheinend habe ich schon ab und zu vergessen zu plündern. Da ist noch eine Kiste.
Auch nicht. Hier waren diese Gefängniszellen. Da war nur dieser Droide gewesen. Ja, da ist zwar eine Kiste, aber die kriege ich nicht auf. Ah, jetzt geht sie auf. Ah, aber nur ein Kampfanzug. Werkbank. Ich glaube, von hier sind wir gekommen, gell? Nee, Andockluke, hier müssen wir raus. Die ist anscheinend versperrt, also wir müssen die Energieversorgung irgendwie abschalten. Ich wurde vergiftet. Crayer wurde. Oh, hier ist noch ein Lagerraum, cool. Vielleicht finden wir hier noch was. Nein. Vielleicht hier irgendwo? Auch nicht. Du vielleicht? Auch nicht. Okay. Wir brauchen diese blöden Zugangscode für das System. Für die Energieversorgung. Vielleicht von da, wo wir gekommen sind. Ja, waren wir schon gucken? Da, haben wir den schon aufgemacht? Ja. Hier haben wir Gefängniszellen. Da war der Droide. Oh, ja, so viele Räume. Ah, von hier sind wir, glaube ich, gekommen, oder? Der Slayer. Scheiße. Sonst kommen wir nicht. Hier? Da haben wir noch einen Zylinder. Auch nicht. Den hatten wir schon. Wie sich das hier anhört, wenn die alle laufen. Okay. Also, echt jetzt. Wo müssen wir denn lang? Vielleicht habe ich hier draußen irgendwie, hinten war vielleicht ein Droide, den ich getötet habe und der hat durch meinen Machtsturm. Nee. Hä? Wo ist denn das blöde Teil? Was haben wir hier? Energieverteilung beschränkt. Jo, super. Scheiße. Liegt jetzt hier echt irgendwo ein Droide tot rum, den wir nicht geplündert haben? Wo die Zugangscode für die Energieversorgung hat? Wo sind überhaupt meine Teamkameraden? Die hängen da in der Ecke da hinten. Ha, da war was. Ah, weil die sich dann geportet haben. Ach so, Bastard, ey. Wir sind von hier gekommen. Hier sind überall diese Konsolen. Beschränkt. Ah, ich kann die auch von hier aktivieren, anscheinend. Zugriff auf Energieverteilung. Da muss ich wenigstens später nicht wieder hochlaufen, wenn ich das Ding gefunden habe. Ja, wenn ich es dann mal gefunden habe. Ah ne, da laufe ich wieder zurück. Oh, Leute, wo ist denn das? Laufe ich jahrelang in diesem Raumschiff rum. Wo ist das? Wo ist das? Sicherheitskonsole. Was ist das? Okay. Programm überladen habe ich bekommen. Ja,
Ja, aber bringt mir das was? Wollen wir jetzt nochmal hochgehen? Hier war ich halt überall schon. Ja, ich kann mir die dann nur angucken. Wir haben schon alles. Andockluke. Kann über eine Konsolandebrücke geöffnet werden. Mann, 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 Mann. Haben wir auch schon gelehrt? Wo können wir denn noch hin? Na, dann wird die Folge halt ein bisschen länger. Kommandokonsole. Wir brauchen die Zugangscode für die Energieverteilung. Wo kriege ich die denn her? Hilfskonsole. Zugangscode für die Energieversorgung. Oh, endlich. Super. Boah, die sehen alle so gleich aus. Woher weiß ich, dass das alles unterschiedliche Funktionen haben? So. Nee. Yes. Energieversorgung. Beschränkt auf Brücke, auf Brücke, auf Brücke. Überladen. Ah, das kann man auf der Brücke machen. Oh, leck mich doch. Aber wenigstens haben wir es jetzt gefunden. Gott, ist das ein Gesuche hier gewesen. Minuten. Ja, 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 das ist alles nicht so schlimm. Oder ich mache halt zwei Parts im schlimmsten Fall draus. Weil ich glaube, ich bin schon noch runter vom Schiff und dann wird es ein bisschen lang. So, jetzt. Energieverteilung. Abschalten. Mehrere Schiffe auf Abfangkurs. Okay. Das heißt was? Die kommen hierher geflogen oder wie? Vielleicht haben wir noch Zeit, um auf unser Schiff zu kommen. Oh, vielleicht aber auch nicht. Yes. Jo, die chillt da einfach. Ah, sind das nicht... Ah, das sind tatsächlich die Kopfgeldjäger. Endlich treffen wir den Verbanden. Sagt euren Freund, dass er mit seinem Angriff töten sollte. Aber den hat doch der Edna umgebracht. Keine Chance. Schwächlich. Kann man was holen bei denen? Nee, doch. Also jetzt am besten den schnellsten Weg zu unserem Schiff. War der jetzt da unten? Zu Ebonhawk. Nach oben müssen wir. Nun denn, auf geht's. Ich hoffe, wir treffen nicht noch mehr. Oh, die sind ja schwach. So. Sehr schön. Tun wir mal speichern, so zur Sicherheit. Speichern. Yes. Sehr schön. Und hauen wir ab. Das Tor ist offen. Wir haben Goto erschlagen und mit ihm den Anführer des größten Stamms der Exchange verbannt. Die Flammen seines Todes werden den Mond und ein rotes, glühendes Leuchtfeuer tauchen.
Alle werden wissen, was in dem Himmel über Nashda geschehen ist. Dass wir Goto zerquetscht haben. Der ist doch noch gar nicht tot, oder? Er hat nichts anderes verdient. Vom Machtvakuum ganz zu verschweigen, selbst wenn Wogga wieder auf den Beine kommt. Ach, von einem Tod viele, das ist die Macht. Aber Zek-Kai-El war nicht auf dem Board der Yacht. Wir suchen ja noch den Jedi. Ihr kamt nach Nashda wegen eines anderen Jedi, eines Mitglieds eures Stammes. Hanha weiß, wo er zu finden sein könnte. Dann bringt mich dorthin. Und ich werde euch hinbringen. Sehr schön. Was ist das denn? Einer von Gotos Maschinen hier. Wenn ihr dachtet, ihr könntet meine Aufmerksamkeit so schnell entgehen, der lebt noch. Habt ihr euch geirrt. Als Zeichen meines Wohlwollens möchte ich euch ein Geschenk machen. Diesen Droiden. Er wird euch auf eurer Reise treu dienen. Euer Geschenk ist nutzlos. Ihr werdet überrascht, wie wenig mich interessiert, was ihr denkt. Wie ich bereits andeutete, wird euch diese Einheit begleiten und beschützen. Darüber hinaus dient er während eurer Reise zur Übermittlung meiner Befehle. Wer sagt mir, dass er mich nicht tötet? Ich kann euch nichts tun. Ihr seid der Schlüssel zur Rettung der Republik. Betet, dass sich das nicht als Irrtum erweist. Goto hat sich seiner... Aha, jetzt haben wir echt diesen Druiden. Vielleicht sollte ich das abschalten. Das wäre bedauerlich. Ich würde lediglich einen Droiden verlieren, ihr dagegen euer Schiff und einen beträchtlichen Teil des Planeten, auf dem ihr den ausfallsicheren Detonator auslöst. Oh, okay. Gehen wir nach Nashda. Ihr seid also aus dem Exil zurückgekehrt. Wenn ich auch nicht weiß, warum. Aber ihr wart immer schwer zu durchschauen. Das war so, als ihr mit der Macht verbunden wart und mehr noch, als sie euch verloren ging. Aber ich spüre, dass eure Hände getötet haben. Ich weiß, wie das enden wird, aber ich werde eure Fragen beantworten, um des Friedens willen. Im Gegenzug möchte ich nur eine Antwort. Warum habt ihr den Jedi das angetan? Aus Rache? Oder war es mehr? Was meint ihr damit? Was diese Bedrohung auch sein mag, es hinterlässt Spuren in der Macht. Wunden, die nicht verheilen. Das ist etwas, das wir nie zuvor gespürt haben. Bis ihr vor unserem Gericht standet und wir euch verbannten. Was auch immer die Jedi getötet hat, es geschieht nicht durch meine Hand. Vielleicht nicht direkt. Aber es ist etwas, das mit euch verbunden ist. Etwas, das ihr erlebt und überlebt habt. Einige von uns versuchten, euch zu verstehen, euch zu finden. Offenbar hatten wir Erfolg, obwohl wir dachten, ihr wärt für uns verloren. Nun seid ihr zurückgekehrt, wie wir gehofft hatten. Aber ihr wisst nicht, was uns helfen könnte. Welche Ironie. Ich habe genug gehört. Macht euch bereit zu sterben. Nun denn... Töten probieren? Ja, komm. Bringt nichts. Bringt auch nichts. Ei, der ist viel zu stark. Oder? Wie zu erwarten, versucht er euch durch seine sprunghaften Angriffe aus dem Gleichgewicht zu bringen. Seine Technik heißt Yu-Yu, die chaotischste aller Lichtschwertechniken. Dieser Stil ist vor allem darauf bedacht, den Angriff zu stärken und macht den Kämpfer deswegen gegenüber Machtangriffen verwundbar. Er hat fälschlicherweise geglaubt, ihr könntet ihm durch die Macht nicht schaden. Wenn ihr glaubt, aus meinem Tod etwas lernen zu können, dann irrt ihr euch. Wenn ihr denkt, dass ich mit euch fertig bin, irrt ihr euch. Wenn der Kampf das Einzige ist, das ihr von mir lernt, dann ist das heute der einzige Sieg. Worauf wartet ihr? Eure Lichtschwertform spricht Bände, genau wie euer Tod. Es ist also, wie Kavar befürchtet hat. Ihr habt die Lehren der Jedi verinnerlicht und nun verwendet ihr dieses Wissen gegen uns. Kommt, diese Form ist noch neu für euch. Lasst uns sehen, ob ihr hier schon gewachsen seid.
Und tot. Keine Chance. Boah. Sehr schön. Du hast Zack Kyle auf Nasche da getroffen und besiegt. Ja. Metallkiste. Leer. Ey, hat er nichts für mich. Das war's. Nun denn. Okay, ich mach grad zwei Folgen am besten draus hier. Ah, jetzt können wir noch mit, wie heißt der, Vogga reden. Dieser Schleimbolzen. Mal gucken, ob der, weil wir haben ja eigentlich Goto, sozusagen, von Nasha da vertrieben. Ihr seid zurück, aber ich sehe keinen gefesselten Goto hinter euch. Goto ist nicht hier, er macht euch keine Sorgen, er wird euch nicht mehr belästigen. Ja, davon habe ich gehört. Ich hätte nicht gedacht, dass ihr ihn so leicht besätigen könnt. Es kommt selten vor, dass ich von einem... Ich nehme an, das heißt, dass wir jetzt über die geschäftlich reden können. Meine Frachter haben ihre Arbeit bereits wieder aufgenommen. Ich bin gewillt, den Handel mit Telos zu eröffnen, doch ich fürchte, ein Angebot, das von mir kommt, wird... Das sollte eine Entschädigung eurer Kosten mit dem Lohn... Das Geld... $500, neuer Tagebucheintrag. Vogga the Hutt hat eine Handelsroute zwischen Strykhorn und Talos eingerichtet. Talos ist jetzt eine neue Treibstofflieferant. Okay, dann sind wir hier eigentlich doch durch, würde ich mal sagen. Und ich glaube, ich werde trotzdem an dieser Stelle jetzt das Let's Play beenden. Ich mache einfach zwei kürzere Parts draus. Ja, wir haben viel erlebt, sind endlich weg von dem Schiff von Goto und haben auch den letzten Jedi, ich glaube, das, nee, Atris ist noch da, stimmt, Atris müssen wir jetzt noch erledigen, die in der Polarregion von Telos und ja, ich hoffe, euch hat der Part gefallen oder die zwei Parts, je nachdem und wir sehen uns dann wieder zum nächsten Teil von Star Wars Knights of the Old Republic 2. Bis dahin, haltet die Ohren steif.